Jesus erklärt, wir sind immer noch im Arbeitsmodus, meine Bräute, und euer persönlicher Jesus. 12. April 2019, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann, ihr Lieben, da gibt es eine Menge Gerede über die drei Tage Dunkelheit, die Entrückung, die innere Sehe und so weiter. Der Herr spricht dies an und auch die immense Müdigkeit, die wir alle gefühlt haben. Ich danke dir, Herr, dass du dies ansprichst. Ich begann mich zu fragen, ob ich alt werde. Jesus begann, meine Leute, ihr seid so sehr darauf fokussiert, von der Erde wegzukommen und auf die Bestrafung der Ungerechten. Ich weiß, dass ihr leidet und über diese verheerenden Abtreibungen weint, die Menschen zu akzeptierten Mördern von Unschuldigen machen. Ich weiß, dass ihr für sie betet und weint aufgrund der Ignoranz der Mütter, und ich schätze das zutiefst. Genauso wie die Zeiten, in welchen ihr zu mir kommt und meinen Kopf auf euer Herz legt, um mich zu trösten. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie tief mich dies berührt. All dies ist gut, ihr Lieben, so gut. Dies vergrößert eure Herzen und es sensibilisiert euch für die Notlagen anderer. Und ihr entwickelt Mitgefühl. Und dies ist Teil eurer Verwandlung, so zu werden, wie ich bin. Aber unsere Arbeit ist noch nicht vorbei und die meisten von euch haben ihre Aufgaben, ob es nun darum geht, heilige Kinder großzuziehen, einen Job in der Welt zu erledigen oder die Welt zu verlassen, um mir zu dienen. Wenn ich euch rufe, wir sind immer noch im Arbeitsmodus. Vieles von dem, was ihr jetzt tut, werden Geschenke an jene sein, die sich in einer schweren Prüfung befinden und niemanden haben, an den sie sich wenden könnten. Wir siedeln noch nicht um. Ich habe euch zuvor gesagt, dass es jene gibt, die vorgeben, Hirten zu sein. Aber sie sind Wölfe im Schafspelz und sie beginnen mit ihren Fehlinformationskampagnen, um euch zu destabilisieren, und sie ziehen eure Aufmerksamkeit auf die Sicherheit von eurem unmittelbaren Freundeskreis und auf eure Verwandten. Dies ist, warum ich Claire aufgefordert habe, euch zu sagen, dass es immer noch Zeit gibt. Ich wollte nicht, dass sie euch von dem trennt, was ihr und ich gemeinsam tun für andere. Es ist das, was ihr auf der Erde für andere getan habt, was im Himmel vieles bestimmen wird für euch. Es gab massive Angriffe und Aufträge für Faulheit gegen meinen Leib, Müdigkeit und Faulheit. Ihr fühlt euch nicht nur ausgelaugt, ihr neigt dazu, es euch bequem zu machen und euch vom Gebet und dem Dienen zurückzuziehen. Dann schaltet euch der Feind aus mit Verurteilung, weil ihr eurem Fleisch nachgegeben habt und ihr werdet noch abgeneigter, zu mir zurückzukehren. Das ist mit vielen Herzbewohnern passiert, einschließlich dem Personal und vor allem mit Claire. Sie hat eine körperliche Verfassung, die manchmal sehr lähmend wirkt, und dann verzweifelt sie fast, da sie weiß, dass sie noch so viel mehr zu tun hat. Ja, wenn es mich wirklich fertig macht, dann stimmt das ziemlich genau. Ich lebe am Rande der Verzweiflung, weil ich einfach fühle, als ob ich es nicht schaffe. Aber dann erhebt sich Jesus in mir und ich tue es. Also komme ich und rette sie. Ich halte sie zärtlich in meinen Armen und sage ihr, meine Liebe, ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich vergebe dir deine Fehler. Lass uns nun weitergehen. Je früher ihr zu mir kommt, Herzbewohner, umso eher kann ich es vergeben.
und den Schaden reparieren. Und ich werde euch etwas sagen, an das ihr euch immer erinnern solltet. Satan möchte nicht, dass ihr fühlt, dass euch vergeben ist. Er will, dass ihr euch fortwährend schuldig fühlt. Ich habe das nicht getan. Ich habe dies nicht getan. Ich habe in diesem oder jenem geschwächt. Und so weiter und so fort. Er hat kraftlose kleine Dämonen, die euch das ununterbrochen einflüstern. Er will nicht, dass euch vergeben wird. Also wird er es so lange hochhalten, bis ihr entscheidet, ich kann das einfach nicht mehr tun, ich bin nicht gut genug. Claire, bitte teile, was mit dir passiert ist. Nun, liebe Familie, ich gebe zu, dass ich faul war. Mein Kopf fühlte sich an wie verkochte Spaghetti und meine Motivation war bei Null. Ich kann euch nicht sagen, wie oft der Herr während der Anbetung jenes Lied gespielt hat. Empty Fears, leere Ängste. Er hat es heute wieder für mich gespielt, zweimal sogar. Meine Wiedergabeliste war sogar auf Zufall eingestellt. Hier der Text dieses Liedes. Herr, ich habe keinen Mut, ich werde schwach, mein Herz ist matt. Heimliche Ängste dringen in meine Seele ein. Sie sagen, es ist einfach zu spät. Dein Leben ist vorbei, es ist an dir vorbeigezogen. Die Blätter des Sommers fallen unter den Herbsthimmel. Ich habe meine Freude verloren, ich habe meine Hoffnung verloren. Ich habe mein Herz von dir abgewendet. Stelle meine Freude wieder her, stelle meine Hoffnung wieder her. Drehe mein Herz zu dir, o Gott. Mein Kind, lass diese leeren Ängste jetzt weit hinter dir. Komm und lehne deine zarte Wange unter meine wachsame Stirn. Wir werden uns wieder erheben im blühenden Frühling. Das Leben kommt aufs Neue hervor aus leeren Gräbern. Denn ich weiß, ja, ich kenne all das Gute, das ich für dich geplant habe. Gaben des Glaubens, Gaben der Hoffnung, Liebe und Freude wiederhergestellt für dich, mein Kind. Vertraue also den Plänen, die ich habe. In mir strahlt unsere Zukunft. Ich werde dich durch die Feuer führen. Wir werden die Tests dieser Zeit bestehen. Ich gehöre dir und du gehörst mir, bis wir endlich die Himmelstüre durchschreiten. Denn ich weiß, ja, ich kenne all das Gute, das ich für dich geplant habe. Gaben des Glaubens, Gaben der Hoffnung, Liebe und Freude, wiederhergestellt für dich, mein Kind. Es war lustig, da mir klar wurde, dass ich jenes Lied ein zweites Mal hören wollte und dass ich nicht auf meine Stimme hören sollte. Ich sollte mir den Text anhören. Hallo? Und ich dachte bei mir, ich möchte jenes Lied noch einmal hören und ich hätte hinübergreifen können, um es noch einmal abspielen zu lassen. Aber siehe da, der Herr erhörte meine kleine Bitte und ließ es noch einmal spielen für mich. Aber dieses Mal habe ich die Bedeutung nicht verpasst. Jesus weiß, dass mir dies wirklich gut tut. Er weiß, dass mir jenes Lied hilft. Und es hat mir heute aus einer Grube geholfen. Eine Grube, in der ich mich während einigen Wochen befand. Ein Teil davon waren körperliche Schmerzen von den konstanten Stürmen, die wir hier in Taos erlebten. Und Fibromyalgie mag keine Stürme. Und ein Teil davon bestand im Wissen, dass der Herr Leiden braucht. Und ich fühlte mich einfach sehr, sehr müde. Ich war ein wandelndes Haus, ohne Hoffnung, außer Jesus. Und wie ging er mit mir um? Mit unglaublichem Mitgefühl. Claire, du könntest weitermachen und Bücher füllen mit Geschichten über meine sehr persönliche Liebe zu dir und allen meinen Bräuten. Aber ich möchte jene daran erinnern, die eventuell eifersüchtige Gefühle hegen. Sie sind völlig unbegründet. Schaut, der Vater nahm euch aus seiner Substanz heraus
und dies hinterließ einen Ort, den nur ihr ausfüllen könnt. Keine andere Seele auf der Erde könnte jene Stelle in seinem Wesen befriedigen, von der ihr ausgegangen seid. Also trete ich an meine Braut heran, jene ganz besondere Seele aus dem Innern des Vaters, denn nur sie kann unser Herz befriedigen. Ihr Lieben, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euer Gegenstück bin und nur ihr, respektive du, kannst mich und die Lehre im Herzen meines Vaters ausfüllen. Dies bedeutet im tiefsten Sinne des Wortes, dass dies eine monogame Beziehung ist. Es gibt nur eines für mich, für diesen Jesus. Es gibt nur einen für dich, dein Jesus. Und so weiter, denn die Gottheit wird vervollständigt durch die Rückkehr einer Seele an jenen vertrauten Ort in seinem Herzen. Ja, das Herz des Vaters, durch die Liebe des Sohnes. Trinkt tief von diesem Brunnen, meine Schönen, und seid euch bewusst, dass es kein anderes gibt, das jenen Ort, von dem ihr genommen wurdet, erfüllen kann. Und wenn ich an dich herantrete, dann ist es, weil du das Einzige bist, das mich erfüllen kann. Ich segne euch, meine lieblichen Bräute. Habt keine Angst, mir nahe zu kommen. Ich warte auf euch. Ganz egal, wie ihr euch fühlt oder was ihr glaubt. Habt keine Angst, mir nahe zu kommen. Ich warte auf euch.